Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Die nächste Tauchglocke ist Under Top Bay und enthält keinen Bauplan, denn interessiert uns das nicht. Aber hier, Höhle der Teufelsaugen. Oh, das klingt da schon wieder so toll. Machen wir eine Schnellreise. Igitt. Nehme an mich selbst. Beim Trinken nicht kleckern, das ist nicht gut. Vor allem nicht auf den Controller, den ich eigentlich vor kurzem mal geöffnet hatte. Mann, kann man nicht mal mehr trinken hier. Scheiße. So. Öffnen und trimmen! Sehe ich hier haufenweise Vorräte vor meiner Tür? Naja. Das habe ich mir irgendwie epischer vorgestellt. Tell me now, what is this good boat's name? Selbst auf dem Schiff wollen die Haie einen angreifen. Von Backbord, Sir! Treibt gut! Sieht wie Beute aus! So, ich hoffe natürlich, dass das der Bauplan für den Rumpf ist, ne? Sobald ich den habe, fange ich nämlich an, richtig zu sammeln. Ach ne, ich habe den doch schon, ne? Wofür brauche ich denn eigentlich noch den Rest? Kanonen. Für die Kanonen natürlich. Mal gucken. Da ist etwas unter uns, Captain. Kopfsegelreffen! Alle Segelreffen! Alle Segelreffen! Ja. Höhle der Teufelsaugen. Wie sieht das aus? Ach du Scheiße. Gut, erstmal den. Dann den links. Dann Luft holen und weiter. Aber doch nicht dahin. Gleich direkt mal Schaden gekriegt. Eihöhlen? So, Spiel. Entscheide dich, Deutsch mit mir zu reden oder Englisch, aber nicht beides. Da. Sperrgebiet. Ja, stirb, stirb, Edward, stirb. Diese Wahlgesänge, die höre ich ab und zu bei Bioshock 2, was ich mir gerade die ganze Zeit noch nebenbei spiele. Was heißt die ganze Zeit? Das habe ich gerade eben erst angefangen. Davor Bioshock 1 remastered. Kann ich nicht empfehlen. Funktioniert. Au, die waren mir im Weg. Aber ich sehe jetzt schon Strömung. Von der anderen Seite rein.
Kiste. Karte? Kiste, 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 bevor ich Luft hole. Ich glaube, ich brauche die Luft nämlich gleich noch. Ich muss nämlich erstmal den Weg hier reinfinden. Hier geht es auch gleich weiter. Hoch. Wieder hoch. 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 B. Ja, aber echt, das ist total unlogisch. Die Lunge würde übel zerfetzt. Kennt ihr die Taucherkrankheit? Das würde passieren, und zwar für Übelste. Macht das nicht nach, was ihr hier macht. Also, abgesehen davon, würdet ihr nicht überleben. Vor allem nicht bei den Stromschnelligkeiten. Ein Goldring. Goldring, lieber Goldring, was hast du mir getan? Du hängst an meinem Finger noch dran. Doch ich zieh dich dann nun ab. Denn es heißt gute Nacht. So ähnlich. Edward, das war deine Schuld. Du wolltest doch mit der Qualle kuscheln. Damals, da hat die Großmutter zu dir auch gesagt, du sollst nicht mit den Quallen kuscheln. Aber nein, du hörst nicht auf deine Großmutter. Denn du hattest nur eins im Sinn. Die Großmutter ist ein Parasit. Sie hat mir nichts zu sagen. Was, ich soll aus dem... Ich muss aus dem Wasser raus? Unter Wasser? Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Landtruhen? Unter Wasser? Das ist unglaublich. Oh, der Plan. Ich habe einen Plan eingesammelt. Drehbassen. Schön. Das sind die dicken, fetten Hinterkanonen. Ach. Luft. Scheiße. Luft! Runter. Runter. Hallo. Drückt 3000 mal B, aber nichts tut sich. Da. Sie haben ihr Ziel erreicht. Nächster Halt, jenseits. Aua. Dieses Leben endet dort. Wir bitten alle Lebenden auszusteigen. Frag mich nicht, wie das funktioniert, was Edward gerade gemacht hat. Es funktioniert einfach. Er versucht übrigens gerade zwischen den Steinen da aufzutauchen, also das kann mal passen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ah, ich bin da. Das heißt, ich kann ja irgendwo hier raus, ne? Boah. Ist das ein Pott oder ein Buckelwal da hinten? Das könnte auch ein Pottwal sein. Oder ein Buckelwal. Eins von beiden. Würde ich auf Buckelwal zählen. So. Das war das. Wo haben wir denn die nächste? Hier oben ist eine.
Da ist nichts drin. Da ist ein Plan für ein Upgrade. Da wollen wir hin. Da können wir die drei Truhen mitnehmen, die ja mitten auf dem Weg liegen. Dann hätten wir die auch hinter uns. Das ist die erste Truhe. Viren und Wappen! Rechts von Unwetter. Mir ist einfach so generell schlecht Wetter. Du say goodbye, my friend. Naja, du atmest ja nicht den Sauerstoff da weg. Und der Sauerstoff wird ja nicht von selbst verbraucht, in CO2 umgewandelt. Da müsste eine Reaktion stattfinden. Irgendwas, was Sauerstoff verbraucht. Sind bereit, Sir! Sieg, Männer! Großsegel bergen! Ketten über Bord! Mein Schiff fährt einfach weiter. Wisst ihr, was so der asozialste Move wäre von den Leuten auf dem Schiff? Die schießen einfach mit ihren Kanonen auf mich. Soll ich aber mal kurz gucken, wie die Upgrades sind. Okay, den Rumpf habe ich schon auf Maximum. Die Breitseitenkanone noch nicht. Ach du Scheiße, komm mal, ich brauche noch über 1000 Metall dafür. Rammsporn. Die Rundkugeln könnten wir tatsächlich erhöhen. Mörser. Boah, alter Schwede. Brauchen wir aber richtig... Ach, die haben die Farbe auch noch geändert. Guckt mal, so sind es Goldkanonen. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Gold sehr, sehr weiches Metall ist und sich in 1000 Teile zerspringen würde. So sind Kanonen eigentlich nicht aus Gold. Ist am Ruder. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Hoch, Leute, an die Bramsegel. Da, da, dam, da, dam. Es geht doch schneller, wenn ich so fahre. Nick, das Ding sieht so riesig aus. Mein Schiff ist viel größer. Jetzt erschellen gar nicht. Alle Segel bergen, habt ihr nicht gehört? Ketten im Wasser! Ich muss den Leuten ausnahmsweise recht geben. Der Captain ist wirklich im Wasser. Platsch, 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 platsch. Ne, da ist nichts mehr. Ding, ding, ding.
Mann, dieses Schiff halt weg. Was mich immer ankotzt, ist hier dieses Hin- und Her-Gerenne. Weil ich dann auch dann zurück zum Schiff muss und so. Captain steuert! Großsegel! Großsegel, hm? Das ist ja die Maximumgeschwindigkeit. Auf jeden Fall ein Land. Smaragdohrringe. Ja, die kann man noch gebrauchen. Kann man einen Atomreaktor für dieses Schiff herstellen? Captain ist am Strand. So, Black Tench, aber das werden wir wohl nächstes Mal machen. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.